hüten Sie sich vor jeden bösen Gedanken. So Sie es wahrnehmen, aus dieser Lebenserfahrung, die Sie doch schon gemacht haben müssen, dass dieser böse Gedanke Sie zum Bösen führt. Lehnen Sie ihn ab und sprechen Sie meinetwegen vor sich hin, indem Sie sich selbst sagen, ich will mit diesem bösen Gedanken nichts zu tun haben. Ich will jetzt einen guten Gedanken. Dann lenken Sie sich selbst ab, schauen Sie zum Fenster, schauen Sie dahin, wo das Gute, wo das wirklich Göttliche sich zeigt. Sie würden sagen, Sie schauen mal so in die Natur hinein, Sie schauen, wie jetzt gerade im Frühjahr alles zu wachsen beginnt, wie das Leben wieder auftaucht, wie vor unseren Augen alles ergrünt, wie Gott doch alles so bestimmt hat, so wird auch er uns eine Bestimmung gegeben haben, nur wir von dieser Bestimmung nichts mehr wissen. Aber so Sie die Natur genau betrachten, so werden Sie sie empfinden und Sie werden bald wahrnehmen, dass dieser böse Gedanke Sie verlassen hat. Mit diesem Schauen alleine haben Sie schon die Verbindung zu Gott aufgenommen, wo Sie das Göttliche, wo Sie das in Betracht ziehen, was Gott für Sie, was Gott für uns allen Menschen geschaffen. Und wie Gott unser größter Wegweiser ist, der uns wirklich wieder zu ihm führt. Aber wir sollen doch nichts außer Acht lassen. Und ich glaube, dass es für jeden Menschen doch der Wert dahingehend sein muss, dass er hier dem Göttlichen erst sich selbst Beachtung schenkt. Und jetzt sich selbst Beachtung zu schenken, liebe Freunde, sind wir darauf hingekommen, dass ich Ihnen den einen guten Rat dafür gebe, dass Sie doch ein wirklich wahres, göttliches Geschöpf sind und dass Sie sich wert sein müssen, endlich mal Ihren Körper wirklich wahre Beachtung zu schenken. Nicht will ich damit sagen, dass Sie Ihren Körper mit den Augen zu betrachten. Nein, Beachtung schenken heißt, wählen Sie einen Platz, ob Sie Ihren Körper setzen, ob Sie ihn hinlegen oder ob er steht. Nur eines, dass Sie wissen, hier bin ich geschützt, hier kann ich die Ruhe in mir, in meinem Körper aufnehmen. Hier will ich die Ruhe bewahren. Und so ich jetzt meinen Körper Beachtung schenke, stelle ich fest, dass in ihm die Ruhe eingetreten ist. Und so geht es nun weiter, wo Sie Ihren Körper weitere Beachtung schenken, werden Sie nicht erst was an Ihrem Körper feststellen, sondern wirklich nur das, das sich an Ihrem Körper zeigt, dass Sie ihn und an Ihrem Körper fühlen. Denn darauf kommt es an. Was für ein Gefühl haben Sie jetzt in Ihrem Körper? Und Sie werden sagen, das ist mir neu. Ein derartiges Gefühl habe ich noch nie gehabt. Nein, Freunde, wenn Sie Ja sagen, dann lügen Sie. Denn dieses Gefühl können Sie noch nicht gehabt haben. Aber so Sie jetzt das Rechte getan, so Sie Ihren Körper wirkliche Beachtung geschenkt, so Sie die Ruhe in sich aufgenommen und auch bewahrt, und dass Sie sich um diese Ruhe von keinem Ihrer Nächsten haben bringen lassen, und dass Sie jetzt das taten, was Sie sich selbst und Ihrem Körper schuldig sind, sich auch in Ihrem Körper zeigt. Und solange dieses nicht ist, wird der Mensch so leicht nicht glauben können. Aber jetzt fühlt er es. Und ich weiß auch, dass Sie jetzt in diesem Augenblick das Gefühl dafür haben, dass sich in Ihrem Körper etwas regt und das bewegt, was Sie nie gefühlt, was Sie nie wahrgenommen haben. Es ist ein sonderbares Gefühl. Nun, liebe Freunde, hierbei muss ich Sie herzlich darum bitten und Ihnen sagen, dass Sie nur das Gute erlangen können, so Sie sich wirklich von dem Bösen lösen, dass Sie jetzt keinen bösen Gedanken aufnehmen. Damit will ich sagen, dass Sie sich nicht mit dem Unheil befassen sollen, sondern mit dem zu befassen haben, der Ihnen das Heil bringt. Und wenn ich Sie jetzt frage, wer ist Ihr, wer ist unser Heilbringer?
Soweit Sie es aus der christlichen Lehre wissen, ist es Christus selbst. Aber Sie selbst konnten nicht folgen. Sie sind nicht mehr gotthörig, Sie sind menschenhörig geworden. Und alleine aus diesem heraus haben Sie es als Ihre Pflicht und Schuldigkeit gehalten, dass Sie ja auch zu einer Macht, zur Macht der Gewohnheit geworden ist, dass Sie immer wieder auf Menschen hörten und niemals auf das, was Gott uns, was jedem Menschen im Einzelnen gesehen zu sagen. Und gerade deshalb, liebe Freunde, konnten Sie ja nie Gott folgen. Und daher konnten auch Sie keinen Erfolg haben. Daher konnten Sie ja auch nie das erlangen, was Gott für Sie bestimmt hat. Sie selbst haben sich, seien Sie offen und ehrlich zu sich selbst, an sich, an Ihrem Körper versündigt.